Servus Leute. Das letzte Mal habe ich ja in der Seemotte gespeichert. Da die aber keinen Strom hat, hat mich das Ding jetzt hier an den Seegleiter gehängt. Und anscheinend habe ich auch ziemlichen Durst. Das heißt, ich muss jetzt auf die Schnelle erstmal irgendwo was zu trinken finden. Hey, wo ist er hin? Komm her. Einmal. Nein. Zweimal. Schnell. Kein Bock hier zu verdursten. Uiuiui, was geht denn jetzt ab? Die Stelle hier ist ganz schlimm für meinen Rechner. Die kriegt er nicht gebacken. Schnell, wieder zurück. 4% noch. Ah, obwohl, das müsste gerade noch klappen. Bitte, bitte, bitte. Welcome aboard, Captain. Pack das Ding weg. New creature discovered. So, zweimal Wasser. Muss erstmal reichen. Hier. Wasser, Wasser. Mach den PDA weg. So, und hier sind drinne 2, 4, 6. Rechtsklick, plupp, plupp. Okay. Nehme ich noch so einen Bumerang mit. Ach komm, nehme ich gleich zwei Stück. Hey, geh durch den Gang durch. Große biologische Masse. Habe ich die eigentlich letztes Mal untersucht oder war das was anderes? Das war biologisch oder organisch? Das weiß ich nicht mehr. Habe ich wahrscheinlich den Videotitel falsch gewählt. Oder? Ja. Das war die organische Masse. Naja, zu spät. Ach, ich hab was vergessen. Hier. Die Energiezelle. Ich habe gar keinen Strom mehr. In der Seemotte. Und letztes Mal habe ich ja ziemlich direkt nachgeguckt, was ich bei dem Laserschneider brauche. Ein Diamant. Stasegewehr. Habe ich nämlich letztes Mal angeguckt und das Ding hier vergessen, obwohl ich es eigentlich angucken wollte. Ein Terraformer. Bock mich nicht. Diamant brauche ich. Finde ich denn hier Diamanten? So. Und dann. Welcome aboard, Captain. Ups. Erstmal das Falsche drücken. Rechtsklick. Bin ich ziemlich kaputt, das Ding. So. Und nun. Große biologische Masse. Nein, da will ich nicht hin. Ich fetz nochmal da in die Richtung, zu diesen spitzigen Bergen, die da irgendwo gewesen sind. Und hoffe einfach mal, dass man dort Diamanten findet. Na hopp, wann kommen sie denn? So weit waren die doch gar nicht weg, oder? Irgendwie bleibt er nicht an der Oberfläche, das ist ein bisschen kacke.
Wenn ich auf der Leertaste bleibe, dann hüpft er die ganze Zeit so komisch. Hä? Keine Ahnung. Irgendwie ist der spitze Stein hier weg. Wird's schon wieder dunkel? Hoffentlich nicht. Scheint doch weiter weg gewesen zu sein, als ich dachte. Oder es war eine andere Richtung. Nein, da war eine Spitze. Ich glaube, da drüben. Aha. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Hey, da gibt es zwei Aufgänge. Oder? Nee. Das ist nur da, wo man hochlaufen kann und dann da oben rauskommt. Was war das für ein Geräusch? Irgendwelche komischen Viechers hier? Nö. Hier kleben die Dinger an der Wand. Terraformer-Fragment. Nee. Ist das hier Magnetit schon wieder? Sehr cool. Terraformer. Brauche ich nicht. Gib mir mal so einen Pflanzkübel oder so. Was ist das jetzt für eine Terrormucke? Hey, hier sind auch solche Pilzdinger. Und ein Vulkan. Basaltaufschluss. Erstmal scannen. Ich hoffe, da ist ein Diamant drin. Hallo? Ja, geil. Direkt beim ersten Versuch. Yay. Und gleich wieder zurück zur Basis. Och, ich traue mich jetzt einfach mal hier in der Tiefe rumzufahren. Und hoffe, dass hier nichts richtig Gefährliches kommt. Hey, was denn das? Mit der Hüllenfragmente oder was? Ach, das geht auch. Mal kurz gegen die Samenkapsel-Dinger fahren. Und gleich mal 7% Schaden. Oder war das der komische Krokodil? Krokodilfisch. Brauche ich mir jetzt einen Laserschnippler? Ich weiß zwar nicht, für was ich den brauche. Weil der zerschneidet ja und repariert nicht. Ein Haufen Grünzeug hier. Was ist, da bist du. Ein paar Räume müsste ich hier noch dran klatschen.
Okay, Laserschneider war eine Batterie und ein Titan und ein Diamant. So, dann müsste ich den jetzt halt ja bauen können. Laserschneider. Ja, schon wieder, ich weiß. Mache ich den mal auf die 5. Den Seegleiter mal auf die 4. Und dann... Ich habe in meinem Testspiel vor dem Update nämlich mal was gefunden gehabt. Das war irgendwo hier in der Nähe von der Aurora. Da konnte ich aber nicht hin, weil ich keinen Laserschneider hatte. Ist jetzt das Licht an? Alter, ist ja ultra dunkel hier. Der hat jetzt aber nicht gesagt, dass die Nacht hereingebrochen ist, oder? Mal schauen, ob das noch hier irgendwo in der Nähe rumliegt. Da liegt irgendwie schon mal ein Teil. Okay, schon zu tief. Anscheinend. Es müsste ein größeres Teil von der Aurora sein. Ich hab's einmal habe ich es gefunden gehabt. Eher nicht rum. Alter. Tschüss. Ah. Verpiss dich. Alter, hau ab. Gas. Die arme Seemotte. Hoffentlich wird es gleich Tag. Da kann ich nämlich noch ein bisschen was trinken. Zum Glück folgt einem das Viech nicht. Oh, sieht ein bisschen gedamaged aus. Und jetzt habe ich natürlich den Wälder weggepackt. Wo ist er denn? Erstmal muss ich die Motte speisen. Und dann... Welcome aboard, Captain. Hoffen, dass der Tag rum ist. Drei, vier, lässt sich Kacke zählen. Drei. Acht. Mist, zu viele Bumerangs drin. Alter. Ich brauche für die ein eigenes Aquarium. Das geht so nicht. Boah, ey, habe ich mich jetzt halt verjagt, als der komische Riesenfisch da kam. Ups.
Okay. Wird aber auch nicht reichen. Schnapp ich mir jetzt das Titan. Und baue noch ein paar Räume. Muss ja irgendwie. Wo ist er denn? Habitat. Gedingser. 3. Ach, ich nehme so einen X-Korridor. Und dann. Ups. Geht es eigentlich, wenn ich direkt da jetzt einen Raum dran mache? Wo ist er denn? Okay. Alles klar. Ach so. Deswegen hat das dekonstruiert, weil ich noch das Ding in der Hand hatte. Upsa. Eine Leiter brauche ich. Wenn man das Ding in der Hand hat, geht das nicht. So, kann ich jetzt hier noch ein dickes Aquarium reinklatschen? Viermal Glas. Dann brauche ich auch noch eine Luke dazu. Und dann dürfte das alles kein Problem mehr sein mit den Fischen. Ich habe kein Glas mehr. Och, ich pack die mal hier rein. Wie hat denn das ganze Titan jetzt da reingepasst? Okay, jetzt muss ich schnell machen, weil wenn ich sterbe, ist das Glas weg. So, erstmal. Und dann schwimme ich einfach ein bisschen durch die Gegend, bis mich meine Verdurstungserscheinungen etwas töten. Aber nur ein bisschen. Na komm. Ah. Jo, ich weiß. Nur wahrscheinlich ersticke ich vorher, bevor ich verdurste, so wie es aussieht. Wie viele Tage sind jetzt eigentlich vergangen, seitdem ich bei der Aurora da das Zeugs repariert habe und die Strahlung weg sein soll? Müsste ich mal nachgucken. Vielleicht habe ich sogar schon eine neue Nachricht in dem Live-Pod. Boah, das dauert ja ewig. Verdursten ist schon ein ziemlich qualvoller Prozess, würde ich mal sagen. Da liegt noch Schrott rum, aber den brauche ich erst später. Na hopp. Geh dem Licht entgegen. Das in der Basis dann ist. Also. Glas brauche ich noch. Und dazu brauche ich Quarz. Hey, das Zeug respawnt ja wirklich wieder. Wie ich hier gerade merke. Zwar ein bisschen unlogisch, aber das ist mir egal. Quarz braucht ja nicht so ein paar tausend Jahre zum Wachsen. Aber wenigstens muss ich dadurch nicht so ewig weit rumschwimmen. Hier siedeln sich auch schon wieder irgendwelche Fischschwärme an. Das heißt, ich habe hier in der Nähe bald wieder
Blasefisch. Jo. War es das jetzt mit dem Quarz oder was? Nö, da ist noch. Ich weiß, ich habe meinen Seegleiter, aber was soll's? Da ist noch ein Seemottenfragment. Wetten wir? Na also, Seemottenfragment. Gut. Das war's denn wohl erstmal mit da hinten rumschwimmen mit der Seemotte. Irgendwie habe ich da Emergency. keinen Bock 10 drauf, seconds of oxygen remaining. von diesen Riesenviechern da zermatscht zu werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich mir dann eine neue Seemotte bauen muss. Wie kotzt der eigentlich das Wasser aus, wenn er einen Helm auf hat? Der kotzt sich in den Helm. Wo ist denn mein... Ah. Wohin zu Hause? Da ist kein Quarz. Ach komm, ich nehme das hier noch mit. Viel Quarz habe ich denn jetzt? 9, 10, 6, 8. Könnte gerade so reichen. Doch noch dieses komische Wärmekraftwerk oder was das war. Wie funktioniert denn das eigentlich? Da muss ich ja die ganze Zeit hier irgendwelches Winderankenzeugs reinschmeißen und so. Geht es eigentlich auch mit was anderem? Lass mich jetzt da drum rum. Ich weiß nicht, ich will die Luke immer hier hinten haben. Luke, wo bist du? Da. Wie jetzt? Ach so. Ein Titan, ein Glas zu wenig. Flump. Ich find's cool, wie schnell der die Treppen hoch und runter geht. Oder Leitern, besser gesagt. Achso, das war Magnetit. Verdammt. Yay, ich hab da noch ein Glas. Zum Glück habe ich das in den Schrank gestopft. Hä? Achso. Ich muss ja erstmal hier fertig bauen. So. Kommt mal her. Nein, geh weg. Den da und den da. Pflanzer benutzen, Linksklick. Achso, ich kann da noch irgendwelches Gedönse reinstopfen. Dass es denen besser gefällt, oder was? Wo sehe ich eigentlich meine Hüllenintegrität Gedöns von der Basis? Weil diese ganzen Räume und sowas, die verringern ja die Stabilität, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. So. Dann können sich da jetzt halt die Viecher drinnen vermehren. Bis ich dann komme und sie alle futter. Zweimal Mampf. So sieht das doch gut aus. Schränke könnte ich auch mal wieder machen. Brauche ich aber Glas für. Jetzt gucke ich noch mal kurz in... Wo ist sie? Da. In der Kapsel nach, ob da noch irgendwie eine Nachricht kam.
Es piepst. Alles klar. Nehme ich mir noch das Medikit. Und das Nichts. Jo, sag mal an. Okay. Welche Nummer hat das hier? Hat meine Kapsel jetzt das gesendet oder war das irgendeine andere? Ah ja, war eine andere. Es sagt zwar, Koordinaten sind dran an der Message, aber ich habe hier keine Signale. Im Inventar habe ich auch keins. Tja, nu. Da kann ich euch ja nicht finden. Finde ich wahrscheinlich irgendwann mal auf dem Meeresgrund oder so. Kann ich hier eigentlich auch eine Leiter dran bauen? Wenn ich da oben drüber einen Raum habe. Weil so mitten in dem Gang da drin ist es kacke. Nee, geht nicht. Da geht's nicht, weil da Aquarium ist. Und da geht's nicht, weil... keine Ahnung. Okay. Scheint nicht zu funktionieren. Nun denn. Meine Fischversorgung habe ich. Den Angriff von diesem komischen Riesenschlangenviech-Teil-Dingsbums habe ich auch überlebt. Knapp. Zum Glück. Was tue ich als nächstes? Dann ist das wohl jetzt an einem anderen Ort, wo ich dahin wollte. Jetzt habe ich mir den Laserschneider erstmal für Umme gebaut. Ich glaube, in der nächsten Folge versuche ich nochmal da hinten bei der organischen Masse, nicht bei der biologischen Masse, die Cockpit-Teile zu finden von der Zyklop, glaube ich. Und dann mal schauen, ob ich das Teil bauen kann. Und dann fahre ich diesem Riesenviech voll in die Fresse, damit es abhaut. Mal gucken, ob ich das in der nächsten Folge schaffe. Bis dann!